Also, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, es wird mal wieder ein neues Let's Play Projekt, nämlich Planet Coaster. So, die meisten von euch kennen es ja wahrscheinlich noch, oder einige zumindest von euch. Ich hatte es ja schon mal, weiß ich gar nicht, vor einem halben Jahr oder so ungefähr, wo das noch im Alpha- oder Beta-Stadium war, ein bisschen was dazu gemacht. Und mittlerweile hatte ich sehr viel getan. Das Spiel ist mittlerweile auch schon auf Steam draußen und man kann auch im Workshop 1000 Millionen Sachen runterladen. Also man hat wirklich super viele Möglichkeiten, wie man jetzt hier seinen Freizeitpark aufbauen will. Und ich dachte, wir spielen einfach mal eine Runde zusammen im Herausforderungsmodus. Das ist quasi so der Wirtschaftsmodus, wo man auch ein bisschen auf sein Budget und so achten muss. Und ja, keine Ahnung, wie lange das alles gehen wird, deswegen auch denkt ans Däumchen und an Feedback und so. Das lasse ich natürlich auch ein bisschen mit einfließen, aber vor allem kommt es auch natürlich auch darauf an, wie es uns denn so Spaß macht und vor allem auch mir Spaß macht. Ne? Aber wir fangen einfach mal an und gucken mal, was ich jetzt hier so gebaut bekomme. Ich habe auch schon ungefähr ein Stündchen gespielt, oder eigentlich ein bisschen länger als ein Stündchen. Einfach nur, um mit dem Modus schon mal ein bisschen klar zu kommen und zu wissen, wie oder worauf ich achten muss, dass wir jetzt nicht gleich pleite gehen. Weil ich trotzdem passieren kann. So, aber damit ich mich ein bisschen zurechtfinde. So, alles klar Leute, wir legen los. Ich würde gerne Laubwald nehmen. Tropen hatten wir glaube ich schon, das gab es früher schon im Early Access. Wüste, Graslandschaft sind auch alles. Alpin klingt halt auch super cool, aber wir nehmen einfach mal, dann nehmen wir Alpin. Ne, wir nehmen Alpin, Leute. Da habe ich lange, wir nehmen Alpin. Irgendwie habe ich da Bock drauf. So, wir spielen auf Mittel, das heißt, wir haben am Anfang $4000 Startbudget. Einige Forschungsziele sind erreicht, ne? Also wir haben jetzt auch noch nicht alles, was man bauen kann, sondern wir müssen das jetzt über die Zeit erforschen. So, was jetzt so, weiß ich nicht, irgendwelche Gebäude angeht und Freizeitaktivitäten etc. etc. Dümm, den Rest könnt ihr euch selber schließen. Legen einfach los, ab geht's. Ja. So, bin echt mal gespannt. Also ich habe auch so ein paar Ideen im Kopf, ich habe mir auch schon ein paar Mods runtergeladen. Kann ich euch gleich nochmal ein bisschen was zeigen, wenn ihr wollt. So, aber erstmal wieder herzlich willkommen zu Planet Coaster. So. Also für die Leute, die das Spiel irgendwie noch gar nicht kennen oder so, wobei ich denke, die meisten werden schon irgendwie davon gehört haben. Wir bauen jetzt sozusagen, ne, das ist jetzt hier unser riesengroßes Areal und hier sollen wir uns einen riesengroßen, funktionierenden Freizeitpark aufbauen. Und merkt euch am besten mal, wie es jetzt hier aussieht und dann gucken wir mal, wie es am Ende aussieht, wenn ich hiermit fertig bin. Mal gucken, wie lang es geht und so, ich weiß es wirklich nicht. Muss man einfach mal schauen. So, bevor wir loslegen, ich zeige euch mal ganz kurz. Was, weil ich habe ja eben schon gemeint, ich habe jetzt schon einige Mods runtergeladen und so. Das können wir uns jetzt alles noch nicht leisten. Also wir müssen jetzt erstmal dann klein anfangen und so, was an die ganzen Gebäude angeht. Oh, hier kommen schon die ersten Besucher. Ich mache mal kurz Pause, weil momentan gibt es hier leider noch nicht so viel zu erleben. Bis auf, weiß ich nicht, vielleicht kann man ja Fußball mitnehmen und cool Fußball spielen. Das war es an sich auch schon gewesen. Und so, ich gehe mal in Szenerie. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen was wir dann später alles für einen coolen Scheiß dann vielleicht bauen können. Weil man kann sich das nämlich jetzt hier schon angucken, zumindest ein bisschen was. So Baupläne, ne, und die Baupläne hier sozusagen sind einige überall, wo dieses Symbol hier ist, dieses Workshop-Symbol, sind sozusagen Sachen, die ich mir bei Steam runtergeladen habe. Das sind Sachen, die andere Leute erstellt haben. Und das sind schon richtig viele Sachen. Und da hier, ne, wo dieses Schloss ist, das muss man so, da fehlen wahrscheinlich noch Bauteile, das muss man dann über die Zeiten irgendwie freischalten. So, ich gucke gerade irgendwas Cooles, weil ich hatte zum Beispiel so einen T-Rex, einen riesengroßen. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen nach Steam machen, ne? Also ich will auf jeden Fall am Anfang, werde ich ein bisschen gemischt machen. Oder ein bisschen neutraler bauen oder so, mal gucken. Dann wollte ich eigentlich erstmal Märchen machen. Also so Steam, ne? So wie Märchengebiet, Landschaft, ich weiß es nicht, müssen wir mal schauen. Das ist zum Beispiel irgendwas, was jemand gebaut hat im Workshop. Aber da kommen noch viel, viel coolere Sachen auf jeden Fall. Und das können wir uns natürlich jetzt nicht ansatzweise noch nicht leisten. So, und dann wollte ich nämlich unbedingt auch so eine Art Sci-Fi-Weltraum-Theme noch zusätzlich bauen. In irgendeiner Ecke. Und dafür habe ich auch ganz viele Sachen. Wo wir dann irgendwie einen Scheiß dann machen können. Muss man einfach mal gucken. Ich schaue gerade, eigentlich habe ich noch viel, viel coolere Sachen. Ich finde sie nur gerade leider nicht. Streetlight. Ja, guckt mal, Leute, hier. Straßenlicht, ne? Also, das ist dann natürlich dann, wenn wir irgendwie so ein Sci-Fi-Theme dann aufbauen wollen. Aber da fehlt uns jetzt noch die Kohle, das machen wir dann irgendwie später. Und das macht ja auch Sinn, glaube ich. Wartet mal hier, guck mal, Leute. Sehr, sehr gut. Es macht ja auch Sinn, so einen Scheiß dann noch so Dekoration dazu zu bauen, denn desto mehr Prestige bekommt der Park, ne? Das sind die Sterne hier unten, die Parkbewertung, und desto mehr Leute kommen dann, glaube ich, auch, beziehungsweise desto mehr sind sie bereit dann auszugeben. So, aber egal, wir legen uns einfach mal durch, bevor ich jetzt hier ewig rumquatsche.
Das hat sich halt übelst viel getan, ne? Aber da gehen wir jetzt alle Step by Step dann drauf ein. Und ich habe den Pack noch nicht benannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich den Pack nennen soll. Jetzt heißt er noch Herausforderungspark. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Irgendwas Cooles. Das nehme ich dann auf jeden Fall. So, gut. Wir legen jetzt einfach mal los. Wir fangen jetzt erstmal an mitten im Weg. So, und ich werde hier wahrscheinlich dann auch dann später zumindest dann viel mit Pitchen etc. arbeiten. Jetzt am Anfang wahrscheinlich noch weniger. So, jetzt hätte ich gerne erstmal hier einen schönen breiten Weg. Moment, und das hätte ich gerne gerade. So, und deswegen allein war es wichtig gewesen. Moment, ich hätte gerne Länge, nur einen Meter. So, nochmal. Und jetzt würde ich nämlich sehr gerne, das gab es früher nämlich auch noch nicht, Raster auswählen, weil ich würde das gerne richtig breit machen. Das wird jetzt sozusagen unsere Hauptstraße. Hauptstraße sage ich schon, das kommt aus Skylines. Unser Hauptweg sozusagen. Bedeutet, wir machen hier gleich so doppelseitig. Wahrscheinlich werde ich mal gucken, ob ich alle, machen wir erstmal alle zwei. Machen wir alle zwei. Machen wir, dass das hier quasi wieder zusammengeht. Weil das war meine Erfahrung gewesen, wo ich vorhin ein bisschen rumprobiert hatte. Dass das durchaus Sinn macht, viel Lauffläche für die Leute zur Verfügung zu stellen. So, das können wir erstmal so lassen, wie es ist. Weiß ich nicht, ob wir die Textur lassen wollen. Das können wir dann später aber immer noch ändern. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Hier, es gibt halt echt, das sieht halt alles total toll aus, ne? Das ist auch cool. Das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir auch nicht so gut. Hier gibt es schon coolen Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel sich immer noch im Early Access befindet. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall ist das Spiel relativ, also was ich jetzt alles gesehen habe, hat sich übelst viel getan. So. So, und für die, die es jetzt auch noch nicht kennen, wir müssen natürlich nicht immer so große Sachen bauen, ne? Man kann natürlich auch, weil ich ja eben so dieses große Gebäude gezeigt hatte, man kann ja auch, wenn man Bock hat, dann schön einzeln dekorieren alles. Das könnten wir jetzt sogar schon mal machen, hier irgendwie eine schöne Eiche irgendwie in die Mitte stellen. Erstmal für den Anfang. Das können wir ja später alles noch ändern. Und gerade wenn es dann um die Detailarbeit dann später geht und so, werde ich dann wahrscheinlich, wie gesagt, dann auch viel mit Pitchen arbeiten. Mach's mal irgendwie so hier. So, okay. Als nächstes brauchen wir. Wir werden jetzt auch ganz schnell dann kein Geld mehr haben. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Warte mal, der Baum ist noch nicht mittig. Das ist ungefähr mittig. Also ich muss dann unbedingt auf jeden Fall ein Darlehen aufnehmen. So viel steht schon mal fest. Das werde ich wahrscheinlich dann gleich jetzt mal machen. Parkverwaltung, Finanzen, Darlehen. So, dann werde ich wahrscheinlich gleich das hier nehmen, damit wir größere Sachen dann bauen können. Zinsen sind ja nur 20%, hier sind 20,18, also es ist fast noch, also mit der bessere Deal. Dann machen wir aber erstmal, dass ich nur 1000 pro Monat zurückzahle. So, ich kann das auch nochmal ganz schnell zeigen hier. Hier kann man dann neue Sachen erforschen, ne? Weil wir haben noch nicht alles freigeschaltet. Marketing kann man anscheinend jetzt auch machen. Das heißt, man kriegt dann wahrscheinlich noch mehr Gäste rein, wenn man pro Monat irgendwas zahlt. Dann hier, jetzt gibt es auch Personal, ne? Und da kommen über die Zeit aber auch immer mehr dazu, glaube ich zumindest. Hier haben wir dann eine Gästestatistik, Attraktionen, Läden, wenn wir dann was haben und Sicherheitsverwaltung. Es gibt auch Diebstähle, Vandalismusfälle etc. Ne? Wenn man irgendwelche Trolle im Park hat. Und so kann das ja mal passieren. Ich weiß es nicht. Ticketpreise können wir auch einstellen. Wie gesagt, ne? Das ist quasi Wirtschaftsmodus. Ne? Logisch. Öffnungszeiten weiß ich gar nicht. Das lasse ich erstmal so. Ich baue jetzt erstmal weiter und das stellen wir dann alles dann Step by Step ein. So, und ich werde jetzt auch noch keine vorgefertigten krassen Sachen hier bauen. Ja, da werden wir viel Spaß haben. Sondern erstmal ganz simpel und hässlich einfach nur die Shops rein, damit wir erstmal an Geld rankommen. Sobald wir dann Geld haben, werde ich dann viel wieder ummodeln und schönere Sachen dann bauen, beziehungsweise es dann damit ersetzen und so. Ne? So, als erstes hätte ich hier gerne, dass die Leute irgendwo aufs Klo gehen können. Wie gesagt, das muss jetzt noch nicht schön sein. Das werde ich später sowieso wieder woanders hinsetzen, wobei ich nicht möchte, dass sie von der Toilette begrüßt werden. Das wäre mir schon ganz lieb. Weiß ich nicht, setzen wir jetzt erstmal, wie gesagt, ich mache das später dann sowieso woanders hin. Machen wir erstmal hier eine Toilette hin. So hier irgendwie. Dann hätte ich gerne Hot Dog Squad. Ja, verkaufen wir noch Hot Dogs, dass wir jetzt an irgendwas zu essen rankommen. Das können wir gleich irgendwie neben die Toilette machen. Machen wir hier hin. Und ich hätte gerne irgendwas zu trinken. Kann ich das schon machen? Ja, sehr gut. So, wie gesagt, das ist jetzt erstmal noch hässlich. Das machen wir später. Komm mal, dann kann ich mal zeigen, was es dann für Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel hier Imbissstände. Habe ich auch was im Workshop? Können wir dann zum Beispiel sowas hier bauen? Und da ist dann hier oben, seht ihr das? Ich kann mit der Maus nicht hinzeigen. Da, wo diese rote
diese rote Jalousie ist. Da wäre zum Beispiel dann ein Laden drin und so. Ne? Also sieht man, wo man die Reise dann hingeht. Und das ist halt jetzt zum Beispiel ein Bauplan dann. Ne? Was dann auch den Prestige extrem erhöhen würde von dem Park. Aber wir wollen jetzt erstmal, dass die Leute überhaupt was rankommen. So gut. Toilette habe ich auch. Jo. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar billige Fahrgeschäfte. Und ich werde dann auch schon sehr schnell jetzt wahrscheinlich ein Schienenfahrgeschäft und eine Achterbahn bauen. Wahrscheinlich auch vorgefertigt erstmal. Wie gesagt, es geht erstmal nur darum, dass wir an Geld rankommen. Ne? Den Weg und so, lass mal so, das habe ich so geplant, den Rest werde ich alles dann wieder ummodeln über die Zeit. Jo, und dann hätte ich gerne ein Nervenkitzelfahrgeschäft und erstmal was Ruhiges für die Familien. Dann machen wir einmal diesen Teacup, also bevor wir irgendwas davon machen. Ich überlege gerade, eigentlich wollte ich auch ein bisschen mit Wasser und so arbeiten. Ich baue das Ding schon mal, ich kann es ja später dann wieder auch woanders hinsetzen. Also mal ganz kurz zeigen hier. Und was halt wirklich krass ist, sind die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Ich kann jetzt... Kann ich auch mal eben zeigen. Finanzen, Prestige. Anpassen, Prestige ist auch ganz interessant. Am Anfang ist es noch super, super attraktiv für die Leute, weil das neu ist. Und über die Zeit veraltet das dann. Und desto weniger Prestige hat es und desto weniger wollen die Leute hin. Aber ganz später, in 14 Jahren und 4 Monaten, wird daraus ein Klassiker. Und dann geht das Prestige wieder nach oben, was ich sehr, sehr witzig gemacht finde. Hier kann man auch Farben einstellen, wenn man will. Und so, ne, also das ist schon sehr, 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 sehr cool. Also hier kann man sich wirklich austoben. Und man kann hier sogar Betrieb einstellen, wie lange sich das Ding drehen soll, beziehungsweise, nee, das ist erstmal nur, wann es losgehen soll, ne, wie die Besetzung sein soll, etc., bis es losgeht. Und irgendwo konnte man genau bei Sequenz, kann man auch einstellen, hier zum Beispiel Uhrzeigersinn soll sich erst drehen und dann im Gegensatz des Uhrzeigersinns, ne. Das kann man auch verkürzen, wenn man wollen. Was ich auch sehr cool finde. Dann machen wir mal hier wieder, wie es davor war. So, und hier kann man Ticketpreise dann einstellen. Und das lassen wir erstmal so. So, bevor ich das jetzt verbinde, würde ich erstmal noch gerne ganz kurz noch Terrain was ändern. Das können wir eigentlich auch dann später machen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Geschäfte, die ich haben will, damit ich hoffe, dass ich irgendwie ins Plus komme. Und im Anschluss, ich wollte nämlich hier so ein bisschen Wasser hinmachen. Ich zeige euch das mal. Warte mal, jetzt habe ich es hier verkackt. Moment, ich muss mal eben Größe mit runtersetzen. So. Weil ich wollte nämlich sehr, sehr viel auch mit Wasser arbeiten, auch mit Bergen, dass es nicht alles so langweilig flach ist und so. Also jetzt nur um das mal zu demonstrieren. Wasser, ruhiges Wasser, aufgefülltes Wasser, stehendes Wasser, nochmal stehendes Wasser. So, hier würde es dann aussehen. Und das kann man natürlich dann auch noch weiter dekorieren. Ne? Also das wird dann auf jeden Fall noch schöner. Wir können mal eben gucken, aufgefülltes Wasser, wie das aussieht. Ja, das passt ja nicht so wirklich, ne? Es ist halt ein ruhiges Gewässer eben. Wir können höchstens drüber nachdenken, dann irgendwie, wenn wir einen Fluss oder so machen, dass wir da irgendwas anderes nehmen. Aber ich nehme erstmal, ne, Schmutzwasser nehme ich nicht. Ich gucke nochmal eben, hässlich. Ist halt schmutzig. Wir sind ja nicht bei City Skylines, wo ich irgendwie das Abwasser in die Frischleitungswasserpumpen leite oder so. Falsches Spiel. So gut, Leute, lass uns mal schnell die Fahrgeschäfte bauen, die ich bauen wollte. Können wir uns auch gerne nochmal angucken. Und machen dann hoffentlich dann irgendwie Plus und dann bauen wir dann Step by Step weiter. Aber damit das jetzt hier schon mal irgendwie losgeht. Also, Fahrgeschäfte. So, dann hätte ich gerne, Moment, ja, diesen Brick hätte ich gerne noch. Wie gesagt, ich baue das jetzt erstmal stumpf jetzt hier alles irgendwie nebeneinander. Das wird dann später dann alles noch ein bisschen verschöner. Dann machen wir einfach mal hier irgendwie, dann machen wir rechts hin. So. Blick gerade, will ich dann hier, könnte ich ja sogar irgendwie eine Seitenstraße rüber machen. Das würde vielleicht gar nicht so scheiße aussehen. Ich das hier mal noch irgendwie so machen. So, okay, Wege. Jetzt muss ich überlegen, ob ich da auch so einen breiten Weg wieder bauen will oder ob ich den dann ein bisschen schmaler mache vielleicht sogar. Aber ich glaube, ich mache den erstmal weiterhin so breit. So, Moment. Nehmen wir das hier. Moment, irgendwie bin ich gerade falsch. Weiter die Einstellung, hier muss ich hin. Okay, alles klar. So, alles klar, und zwar, Moment, gib mir mal bitte noch die Textur, die wir eben hatten, die hier. So, ziehen wir mal einfach mal hier so lang erstmal. Ich werde es auch nicht die ganze Zeit so rechtwinklig bauen. Aber für den Anfang finde ich das eigentlich erstmal ganz schick, das so zu machen. Das können wir aber dann später, also später werde ich auch sehr viel mit Kurven arbeiten. So, okay, die zwei Dinger haben wir, dann hätte ich jetzt gerne noch, ich muss die dann natürlich noch verbinden und so, das machen wir auch gleich. Dann hätte ich jetzt aber gerne noch Fahrgeschäfte, Schienenfahrgeschäfte. Was wollen wir mal nehmen? Irgendwas, was nicht so teuer ist. Boomboat. Whitewater. Klingt eigentlich ganz geil. Dann nehmen wir erstmal Boomboat.
So. Und das werde ich dann später wahrscheinlich nicht so viel machen. Das ist jetzt auch vorgefertigt. Das kann man ja eigentlich alles selber bauen hier, ne? Ich baue es jetzt wirklich erstmal nur, damit wir jetzt relativ fix irgendwas haben, womit wir an Geld rankommen, damit ich ordentlich weitermachen kann. So, Spaß 4,65, Nervenkitzel 3,39, Übelkeit 2,05. Das ist gut. Das ist sogar richtig gut, weil die Leute mögen das nicht so gerne, wenn das so übel wird. In der Regel zumindest. So, dann baue ich jetzt erstmal super uninspiriert. Hier ist der Eingang. Dann machen wir dann irgendwie den Ausgang so rechts. Bauen wir es mal so hier erstmal. So. So. Ich werde das, wie gesagt, ohne Scheiß. Das wird dann alles viel, viel cooler. Ne? Wir können dann zum Beispiel auch machen, Form ziehen. Und dann kann ich zum Beispiel auch eiskalt sagen, das Spiel ist mittlerweile so weit, dass hier einfach Berge sind. Die können wir dann auch noch schön dekorieren und so. Machen wir halt ja irgendwie, weiß ich nicht, ein richtiges Gebirge hier hin. Und also, wenn ich das richtig hochziehe, kann das mal eben zeigen hier, dann wird da sogar ein Tunnel draus. Das kann man natürlich auch cooler machen, ne? Mit irgendwie Dekoration oder so. Aber so kann man halt auch schon mit einfachen Mitteln dafür sorgen, dass es irgendwie ganz cool ist. Das ist jetzt wirklich erstmal nur zu Demonstrationszwecken, sozusagen. So, dann könnte man zum Beispiel hier noch größer, machen wir hier mal irgendwie einen ganz hohen Berg hin. So. Dann können wir dann hier oben dann zum Beispiel auch schön noch Gebäude hinsetzen, so dass das ein bisschen abwechslungsreicher ist. Das sieht dann auf jeden Fall über die Zeit dann viel, viel cooler aus. Und auch ein bisschen natürlicher und so. Wenn man das denn so will, ich weiß es ja nicht. So, okay. Jetzt habe ich noch 3400. Ich würde das jetzt erstmal miteinander verbinden wollen, beziehungsweise die ganzen Wege und so setzen. Moment. Also, Eingang platzieren. Machen wir hier hin. Ausgang platzieren, den machen wir hier hin, ganz simpel. Das würde ich mal eben noch ein bisschen rüberziehen. Hier, aber ich weiß nicht, ob die Schlange hier auch so lang wird. Die Musik ist gut. So, Eingang platzieren, machen wir hier hin. Ausgang platzieren, machen wir hier hin. So. Okay, ist nämlich gar nicht so schlecht, ne? Da haben die Leute auch, ne? Können sie erstmal ein bisschen hier Action haben, ein bisschen simple Action und dann wollen die Kiddies dann erstmal was trinken und so. Und dann wollen sie irgendwie hier rüber dann zur Wasserrutsche, eine Achterbahn und so machen wir dann auch gleich und so. Und wie gesagt, später bauen wir das dann auch selber. Ich will jetzt nur erstmal möglichst fix an irgendwie Geld rankommen und so. Und dann fangen wir auch mit Detailarbeit und so an. So, Eingang muss ich noch machen. Okay, wie gesagt, hier glaube ich nicht, dass die Schlange so lang wird. Dann machen wir das hier. Ist das denn... Moment, ich mach mal eben, dass das nicht mehr 90 Grad ist. Das gefällt mir ansonsten nicht. Okay, ich gehe da erstmal nicht anders. Ja, ne, wir machen doch 90 Grad. Dann kann ich so machen, so machen, so machen. Ich weiß halt nicht, wie lange die Schlange hier wird. Das werden wir dann sehen. Ich überlege nur gerade, ob mir das Rot gefällt. Was mich noch mehr stört, dass hier kein Geländer ist. Was soll denn der Murks? Warte mal, das ist wahrscheinlich so eingestellt gewesen noch. Sekunde. Erweiterte Einstellungen. Hier kann man halt alles einstellen, das ist so Hammer. Warteschlange mit Geländer hätte ich gerne. Weg mit Geländer. Ja, Wege, stimmt, die Wege haben auch kein Geländer, ne? Finde ich aber nicht so schlimm, das finde ich eigentlich ganz cool sogar. So, ja, das sieht viel, viel besser aus. So, aber ich will auch kein Rot, das Rot gefällt mir nicht. Wir nehmen das Schwarz vielleicht. Ne, das gefällt mir auch nicht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch diese Steine. Das hier würde passen. Nehmen wir das hier, oder? Ich meine, wir können es ja später eh alles noch ändern, wenn wir wollen. Nehmen wir das hier. So, okay. Bam, bam, bam. Ich meine, so groß und so geil wird das jetzt auch nicht hier, diese Attraktion. Dementsprechend muss man es jetzt hier nicht so betreiben. Machen wir es mal so hier. Und hier machen wir das Gleiche. So. Mache ich mal eins breiter sozusagen. So, hätten wir. Werden wir dann sehen, ob die Leute mehr Warteschlange wollen oder nicht. So, die Dinger laufen an sich schon. Ich würde jetzt noch schnell das hier anbinden. Glaube ich. Und dann kann es sich schon mal losgehen. Und dann geht's weiter. Das ist jetzt wirklich erstmal nur ganz, ganz simpel hier. Um das erstmal euch so ein bisschen zu zeigen, für die, die es vielleicht noch nicht so gut kennen oder so. So, halt, Eingang muss ich brauchen. Sekunde. Und dann können wir dann auch endlich hier loslegen. Ich habe jetzt eine Pause, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit Verluste machen, wegen den Zinsen und so. Eingang platzieren. Den Eingang hätte ich gerne... Ich überlege jetzt gerade. Den Ausgang würde ich direkt hier rüber machen, glaube ich. Und den Eingang machen wir hier. Das wird eine relativ lange Schlange, aber das ist ja legitim. So, Ausgang machen wir hier hin. Ich glaube, umgekehrt wäre eigentlich besser, wenn die einsteigen wollen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so wild.
So, okay. Moment. Wie konnte ich nach unten machen? Achso, ja. Ich muss die linke Maustaste gedrückt halten, dann kann ich da direkt eine Treppe runter machen. Will ich das denn? Ja klar, warum nicht? So, okay. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute sich hierfür lieber anstellen. Das heißt, wir machen die auch ein bisschen länger. So. Was dann die Wegtexturen so angeht, da muss ich mir noch überlegen, ob ich das dann wirklich behalten will oder nicht. Das würde auch ganz gut aussehen. Kann man natürlich auch nehmen. Okay, machen wir erstmal so hier. Finde ich eigentlich, dass es ganz witzig aussieht. So, und den Ausgang muss man noch schnell machen. Ja, habe ich ja schon. Ist ja mehr oder weniger automatisch entstanden. Okay, Wege. Das sieht scheiße aus. Müssen wir mal eben noch die Breite ein bisschen ändern. Ich mal erstmal wieder, dass es unten geht. Geht nicht? Doch, geht. So, okay, dann Länge. Irgendwie aus Richtung weg. Machen wir jetzt hier einfach eine schöne. Ja. Moment, ich mach den Weg mal eben noch ein bisschen weiter eben. Moment, dann müssen wir das hier nehmen. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier dann machen wollen. Wahrscheinlich entweder ich baue eine Brücke, können wir dann einfach rüberbauen. Das können wir ja gleich mal ausprobieren, ob ich es hinbekomme. Moment, ich muss da gedrückt halten. Halt, da muss ich aber mit Stützen arbeiten. Das macht er noch nicht, oder? Doch, der arbeitet schon mit Stützen. Okay, alles klar. Da würde ich wahrscheinlich dann doch eher dazu tendieren, den Weg dann schmaler zu machen. Beziehungsweise hier, ne? Was wir jetzt hier sehen, diese Brücke, die noch nicht so geil aussieht. Mit den ganzen Baumöglichkeiten kann man hier halt eine richtig geile Brücke später draus machen. Ja, wir lassen es erstmal so. Jetzt habe ich immerhin schon mal eine Brücke gebaut, auch wenn es noch scheiße aussieht. So, jetzt Breite. Wieder runter, bitte. So gefällt mir das deutlich besser. Und die sieht schon mal ganz witzig aus. So, für den Anfang auf jeden Fall. So, damit wir auch in der ersten Folge schon mal was gesehen haben, mache ich mal Play. So, das Gefahrgeschäft hier, das muss ich, glaube ich, erst testen. Warte mal, hier können wir schon eröffnen. Sekunde. Test. Ja, das wird schon funktionieren. Geöffnet. Wir fahren dann später dann gleich damit rum, wenn die Leute drin sitzen. Das muss ich erst testen, das Ding, interessanterweise. Okay, das wusste ich nicht. Ja, guck mal, da sind irgendwelche Dummies drin. So, das ist quasi schon eröffnet jetzt hier und das Ding muss man auch testen, da muss eine Fahrt. Und da wird auch gemessen dann, wie quasi die Werte sind, wie der Spaßfaktor ist, der Nervenkitzel und so weiter. So, und bevor die jetzt ganz alle reinkommen hier, die guten Leute, würde ich hier auch gleich mal noch ein bisschen Eintritt verlangen. Nicht sehr viel, wir machen mal pro Gast, machen wir zwei oder drei, machen wir zwei. Und pro Kind machen wir erstmal eins, ne? Müssen sie ja nicht übertreiben. Wir können ja gucken, wie der Park läuft, dann erhöhen wir das dann einfach. Guck mal da, die ersten Gäste sind kostenlos reingekommen. Die freuen sich. So gut, jetzt können wir weitermachen. Weiße Tempel, hold the yard. Weiße Tempel, hold the yard.